Kochen, Fenster putzen, tapezieren. Klingt nicht wirklich nach einem Schulfach, ist aber eins. Zumindest am Gymnasium Würseln. Hier steht Fit for Life, also fit fürs Leben auf dem Stundenplan. Den Achtklässlern gefällt's. Ich mag es voll, weil ich fühle mich voll professionell, so wie ein Chef an. Und ich lerne auch sehr viele neue Sachen und meine Mutter ist auch sehr stolz. Bis jetzt finde ich, dass man sehr viel lernt und es auch sehr viel Spaß macht. Vor allem, weil man selber sehr viel mit dazu lernt und auch das meiste alles alleine machen kann. Dann kann man auch zu Hause helfen, wenn die Mutter zum Beispiel lange arbeiten ist. Und auch im späteren Leben hilft das sehr gut weiter. Die Idee haben Schüler, Eltern und Lehrer zusammen entwickelt. Denn durch die Umstellung von G8 auf G9, also auf 9 Jahre Gymnasium statt nur 8, ist eine Stunde frei geworden. Und in der wird jetzt seit 3 Jahren Kochen, Hauswirtschaft und Werken gelehrt. Alles abgesegnet von der Bezirksregierung. Alina Unverzagt zeigt den Teenies heute, wie Fensterputzen geht. Wischen statt die Schulbank zu drücken, das macht sogar den Jungs Spaß. Die Schülerinnen und Schüler sind total froh, wenn sie eben mal nicht nur auf ihrem Stuhl sitzen und zuhören müssen, sondern wenn sie was praktisch machen können, was ausprobieren können, was selbst in die Hand nehmen können. Und das bleibt auch gerade dann hängen, wenn sie die eigenen Erfahrungen gemacht haben. Denn im Hauswirtschaftskurs können die Schüler selbst ausprobieren, welche Methode am besten funktioniert. Und auch beim Werken können sich die Teenies austoben. Eine Note gibt es am Ende nicht, nur eine Beurteilung. Stefan Gerold hat Fit for Life mit ins Leben gerufen. Er hat auch Sponsoren gefunden, die beispielsweise die Zutaten fürs Kochen oder die Materialien fürs Werken stellen. Denn das darf die Schüler oder ihre Eltern nichts kosten. Der 54-Jährige findet es wichtig, dass die Kids auch so etwas lernen. Das ist ja immer auch das, was gesagt wird, man lernt nicht nur für die Schule, sondern fürs Leben. Und ich denke, das ist ja gerade das, was wir in diesem Fit for Life lernen wollen. Also Kurvendiskussion, ja, das ist auch wichtig, je nachdem, was ich später machen will. Aber alle Schüler brauchen sicherlich hinterher auch mal so Grundfertigkeiten, wenn sie alleine leben oder halt eine eigene Familie gründen. Deswegen wünscht sich der Lehrer, dass das Fach generell an Gymnasien eingeführt wird. Im Gegensatz zu Gesamtschulen gibt es dort kaum praktische Fächer. Auch Andreas Bartsch, Präsident des NRW-Lehrerverbands, findet die Idee gut. Kinder fit fürs Leben zu machen, ist aber auch Elternsache, sagt er. Eltern sind immer gefordert. Also Eltern, das wissen Eltern auch, weil in dem Moment, wo die Schüler entlassen werden aus der Schule, sind sie sich selbst überlassen und da ist es gut, wenn Eltern die Verantwortung auch am Nachmittag übernehmen. So lange, bis die Kinder dann irgendwann wirklich auf sich allein gestellt sind und im besten Fall nicht nur wissen, wie Kochen, Fensterputzen und Tapezieren geschrieben wird.